wie ein offenes Buch ist mein Herz für dich. Reich mir die Hand, Tränen lügen nicht. Sag doch selbst, was willst du anfangen mit deiner Freiheit, die dir jetzt so kostbar erscheint? Abends mit Freundinnen durch Bars und Kneipen ziehen? Ha, und wenn du das satt hast, glaubst du glücklich auf der Straße und du brauchst es nur aufzuheben, wie dir danach zumute ist. Oh nein, meine Freundin. Mein Name ist Roland Friedrichs, Postfach 150 253 in 42 340 Wuppertal. Ich bin Malergeselle vom Beruf und mein Wunschtraum ist es, nicht nur Künstler zu sein, sondern auch Filmemacher von präventiven Kriminalgeschichten. Keiner möchte mehr aufdringliche Werbung sehen. Man schaltet um und ich habe einen Film erfunden. Da spiele ich einen Gefängnisdirektor, der immer unter Magenschmerzen leidet und den tut ihm der Unterberg gut. Er leidet deswegen unter Magenschmerzen, weil er die Gefangenen, die Zerstückelungsmörder, nicht vor die Schnauze hauen darf und hat deswegen Wut. Und er befasst sich auch mit dem Telefon, ruft er überall an und befasst sich mit Kriminalgeschichten. Und dann befasst er sich eines Tages zu viel und dann wird er auf offener Straße erschossen. Ne? Da ist einer meiner 21 Filme, die ich erfunden habe.